Hallo und willkommen bei SideTech Gaming. Heute mit dem nächsten EM 2016 Special. Dank der deutschen Mannschaft, die ihr im Achtelfinale weitergekommen ist und die Nordiren rausgehauen haben, können wir die nächste Partie zocken. Und zwar wird es jetzt ein heißes Match geben. Ich würde schon fast sagen, ja, ein Klassiker. Und zwar geht es am Samstag gegen die Italiener. Ja, die auch erfolgreich und eigentlich recht gut die Spanier rausgehauen haben. Also von dem her Respekt, und zwar gar nicht mal in der klassischen Defensivvariante, wie man sie kennt, sondern auch ja recht gut mitgespielt haben, offensiv viele Akzente setzen konnten und ja, deshalb meiner Meinung nach auch erfolgreich weitergekommen sind. Verdient, nicht erfolgreich. Und da schauen wir gleich mal auf die Begegnung hier, Deutschland und Italien. Ho, 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 da sehen wir die Italiener schon an zwei Positionen im Vorteil. Sowohl, ups, oder? Sowohl schießen als auch passen. Ja, komplett alle Balken voll. Ich denke, das wird ziemlich schwer, aber ja, nichts ist unmöglich. Von dem her, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ich freue mich auf Samstag, wird ein heißes Match. Ich hoffe mal, dass die Italiener genauso offensiv daherkommen, beziehungsweise ja, sich nicht hinten reinstellen, wie man es sonst von ihnen kennt. Und dann wird es bestimmt ein heißes Match. So, wir spielen wieder in Frankreich. Halbzeitlänge 4 Minuten. Spiel, klares Wetter. Und wir spielen 21 Uhr. Jetzt sind es nur noch die Viertelfinalbegegnungen, die am Abend gespielt werden, ausgetragen werden. Und von dem her kann es losgehen. Ja, ich glaube, ja, ich werde am Samstagabend bei meinem Lieblings-Pizza-Service mal eine schön, während dem Spiel schön eine Pizza bestellen. Hier ein bisschen Italianos Nervos. So, schauen wir mal, wen wir alles zu bieten haben. Gut, bei uns ist unsere Mannschaft ja schon bekannt, falls ihr die letzten Spiele oder Let's Plays schon gesehen habt. Was haben die Italiener hier 1998 für eine Mannschaft zusammengestellt? Torwart Peruzzi, Verteidigung Cannavaro, Costurucca, Maldini, Nesta, ah, Roberto Baggio, auch mit dabei, Albertini, Di Livio, Ovieri, Sola und Inzaghi. Ha, ja. Da kennt man doch noch ein paar, sind noch ein paar Namen noch bekannt hier. Sehr schön, sehr schön. Ich grüße Sie und freue mich mit Ihnen auf ein sicherlich gutes Spiel zwischen Deutschland und Italien. Jawohl. Ein idealer Abend für Fußball. Ideal, auf das jeden Fall, hätte ich auch gesagt. Schön und Wolf-Dieter Poschmann. Perfekt im Zustand. Okay, mal schauen. Wir gehen unser Bestes geben. Jawohl, Anpfiff, los geht's. Auf geht's. Danke, Martin. Viertelfinale EM 2016. Oh, oh, ah ja. Und, oh, jawohl, sehr gut. Erstmal einen schönen Warnschuss hier abgeben. Gleich mal hier zeigen, wo der Haken hängt. Ah ja, was ich vielleicht noch machen wollte, ist vielleicht im Vergleich zum letzten Spiel, Formation 4-4-2 können wir mal so lassen. Oh, wie stehen denn die da hinten? Alle zusammen. Aber in drei sind sie auch weit auseinander. Wobei mir das lieber ist, als wenn die hier alle an einem Haufen stehen. Zumindest schaut es hier so aus. Und Strategie werde ich ein bisschen mittelmäßig in die Mitte gehen. Nicht so ganz offensiv. Sagen wir mal ausgeglichen. Nein, auswechseln nicht. Weiter geht's. Oh, oh nein. Ah, da bin ich jetzt schlecht reingekommen. Oh, ist sofort den Ball weg. Oh, oh. Oh, oh, ein Lüpfer. Ah. Ja, aber nicht mit Köpke. Hat Köpke sofort durchschaut hier. Die Lüpftaktik. Okay, Klinsmann über außen. Sehr schön. Jetzt Hässler. Hässler, mal schauen, ob der flanken kann. Oh, nein. So weit kommt es gar nicht. Gegner sehr schnell reingegrätscht. Hat es verhindert. Ja, man merkt schon, die Italiener, die haben schon wirklich hier. Oh, oh. Ballstaffetten hier, links, rechts, Pass vor, runter. Da komme ich gar nicht ran und dann läuft. Oh, Sola. Puh, das war ganz schön knapp. Durchgelaufen. Wo waren da meine Verteidiger? Sind alle
an der falschen Stelle gewesen. Komm, Pass. Nein. Der Schiedsrichter zeigt Einwurf an. Damals gab es noch gar keinen, bei FIFA 98 noch gar keinen Pass in den Lauf, glaube ich. So wie es momentan. Oh, ein Hakentritt nach hinten. Spiel jetzt. Oh ja. Also man merkt schon. Italiener. Oh ja. Haben komplett alle Ballen voll gehabt und man tut sich schon schwer, hier an den Ball ranzukommen. Also das war schon bei den Nordiren oder bei den Polen, bei den anderen Mannschaften bisher schon leichter. Oh ja, oh jetzt. Und Möller. Yes, yes, yes. 19. Minute. Möller 1:0. Sehr schön vorbeigelaufen. 16er bis zum 16er vor. Und dann schön flach ins rechte Eck platziert. Wunderbar, wunderbar. Ich glaube, das war mein erster Torschuss, kann das sein? Oder der zweite zumindest. Vom Anschluss sehen wir mal nicht mit. Oh, 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 gefährliche Grätsche. Und auch noch eine Grätsche. Oh, da war auch nicht gegrätscht. Und. Ah. Aber. Schiedsrichter, was ist denn da los? Das war hier. Direkt am 16er Foul. Ich verlange keinen Elfmeter, aber zumindest ein Freistoß. Ja, also das mit den Schiedsrichtern ist auch so eine Sache bei FIFA 98. Entweder pfeifen sie gar nichts oder es gibt gleich eine dezent rote Karte. Oh ja, also ich tue mich da echt momentan gerade sehr schwer, an den Ball ranzukommen, die Italiener. Die wollen den nicht hergeben, ne? Die wollen den einfach nicht hergeben. Oh, 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 Grätsche. Ah, da war zum Glück Köpke schneller als mein Verteidiger. Oh ja, und jetzt über außen. Ja. Und Pass. Oh ja. Da muss man wirklich schnell agieren, die Italiener. Aus und damit Einwurf. Die lassen einem nicht viel Zeit. Mit der Brust angenommen. Da geht's zack, zack. Grätsche. Gleich eine Blutgrätsche. Müssen wir sofort mit einer Blutgrätsche rechnen. Die Livio. Die Livio. Der Olivenbaum. Ah. Nein, nicht zum Köpke. Nein, Köpke. Nein. Puh, puh, puh. Das war mal extrem hier. Extreme Turbulenzen hier im eigenen Strafraum. Aber da geht's schon weiter. Oh ja, sehr schön. Oh, oh, da hat er sich den Ball gleich wieder zurückgeholt, der Sola. Nein. Vor, vor. Sofort vor. Da darf man in der Verteidigung heute nicht rumfackeln. Oh, Köpke, sehr schön. Hat er gut gemacht. Der kam schon Richtung Kreuzeck. Da bin ich schon fast im Kreuzeck liegen sehen. Puh. 1:0 zur Halbzeit, Werner. Dein Eindruck vom Spiel? Sie werden natürlich enttäuscht sein, dass sie das Tor hinnehmen mussten, aber ich glaube, sie sind vorn stark genug. Ja, 1:0. Schüsse 3:3. Schüsse aufs Tor 3:3. Also eigentlich, oh, also mehr ausgeglichen geht's fast gar nicht. Bis aufs Tor wirklich alles identisch. Schüsse, sowohl die aufs Tor als auch die daneben oder Gesamtschüsse. Und Ball bis jetzt 50-50. Also ausgeglichener kann es ja fast nicht sein. Ja, nur Ballbesitz haben die Deutschen ein bisschen mehr, aber wir wissen, muss das nichts heißen. So, schauen wir mal, was macht mein Team. Die müssen hier ganz schön ackern heute. Ist da jemand schlapp? Cola, fast halb müde. Es geht noch. Aber vielleicht sollte ich den auswechseln. Rechte Verteidigung, wen haben wir da noch mit dabei? Verteidiger brauchen wir noch, Mittelfeld, aber sonst keine Verteidiger auf der Ersatzbank. Oh, das ist ja gar nicht gut. Mittelsturm, linkes Mittelfeld, sollen wir einen Mittelfeldspieler reinhauen? Ein Basler für einen Kohler, sollen wir das mal machen? Oder ein Bode, auch aufsteigend. Der hat hier sogar mehr Bewegung, 86, ja, Angriff, Konzentration 82. BKT, ja, Ballkontakt. Nehmen wir doch mal einen Bode. Das schaut hier ganz gut aus. Der Kohler, ja, der muss auch viel ackern hier in der Verteidigung. Deutschland wird gab's wechseln. Viel zu tun in der ersten Halbzeit. Ja, ja, sehr viel. Drum schauen wir mal. Der Bode macht es bestimmt genauso gut. Oh, und weiter. Gleich sofort hier raus aus der eigenen Hälfte. Jawohl, sehr schön. Und über außen. Komm, zack. Ja, sehr schön. Und jetzt, ja, komm. Kannst du schaffen. Eins. Nein, da wollte er zu viel. Da wollte er zu viel. Oh, oh, Vorsicht, zurück und weg.
Was ist jetzt passiert? Abseits, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ich kann's nicht glauben. Nein. Vom Torwart ins Abseits. So, los geht's. Oh nein, genau in den Gegner reingelaufen. Aber der ist so freundlich und passt mit dem Ball wieder gleich zurück. Sehr schön. Und wieder zurück. Und weit vor, weit vor. Jawohl. Ja, direkt angriff. Au, oh, schade, da war noch einer. Au, 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 au. Ah, so lang. Ja, ich sag's euch, das ist ja eine ganz knappe Geschichte. Eine ganz knapp. Oh, oh, da muss man echt den Ball sofort weiterspielen, weil sonst. So schnell kann man gar nicht schauen, wie die Italiener hier einen den Ball abluchsen. Ja, aber dafür machen sie eigentlich offensiv ganz schlecht. Die schießen hier vom Mittelfeld direkt aufs Tor. Kann man machen. Mir soll es recht sein, aber. Ja, also das ist doch jetzt hier fast schon auffällig hier. Eine italienische Geheimtaktik. Vom Mittelfeld immer zum Torwart schießen. Das ist die Torwartverwirrung. Ja, und schon wieder. Also, ja. Können wir jetzt noch die letzten Minuten hier so machen? Ich gewinne 1-0 und komm weiter. Ja. Sauber geklärt. Ah, das gibt's doch nicht zum zweiten Mal. Köpke schießt vor und sofort abseits. Zweites Mal gepfiffen. Ja, schade, das ist halt wirklich an den neuen FIFA. Oh, oh, oh. Ja, das ist halt wirklich an den neuen FIFA-Teilen besser, dass es halt dann Replay gibt. Hier kann man überhaupt gar nicht sehen, ob es abseits wirklich tatsächlich abseits war oder nicht. Oh, jetzt. Und jetzt. Ah, machen wir mal ein bisschen Tricks, Tricks. Nein, da wollte er wieder zu viel. Ich wollte gerade eine Flanke bzw. einen Lüpfer machen, aber da war es dann zu spät. Wieder mal zu spät. Und Köpke, ich glaube, der hat schon den 80. Ballkontakt in dem Spiel. Mindestens. Oh, Maldini, ja, ein Ball. Da muss doch was rauskommen. Aber nein, Möller. Dafür haben wir den Möller. Oh, Iniesta. Und ja, also diese italienische Taktik heute. Egal aus welcher Position, zweite Reihe, na, ist schon keine zweite Reihe, das ist schon die dritte, vierte Reihe. Aus jeder Position zu schießen, ist ziemlich ineffizient. Oh, abseits, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, zum dritten Mal. No? Ach so, diesmal abseits von den Italienern. Ich dachte schon wieder, ich habe zum dritten Mal abseits vom Köpke aus. Aber. Zum Glück so nicht gewesen, jetzt über außen. Jetzt kommt Pass. Was war denn das? Der Spieler hat gar nicht den Ball gehabt, also ich konnte ihn gar nicht steuern. Okay. Habe ich eine komische Doppelpass-Variante gedrückt? Wenn ja, wüsste ich gern wie. Oh, 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 jetzt halt. Köpke, Köpke! Der macht das wirklich nochmal spannend. Tut zwar, als ob er den Ball ins Auslaufen lässt und dann dreht ihn sich noch schnell zur Seite und ja, holt ihn sich noch schnell. Okay, eins, jetzt halt nochmal. Zack, Trick links, Trick rechts. Ja, als, als. Nein, als. Als. Als ist einfach kein Stürmer, wie man sieht. Hat er gerade deutlich bewiesen. Oder war als Stürmer? Nee, als war Mittelfeld. Jetzt, komm, Möller. Pass nach vorne zum Klinsmann. Klinsmann, ja, das war Bierhoff, Bierhoff. Komm, lauf. Oh, der Italiener, was macht der? Grätscht hier rein und holt sich tatsächlich noch den Ball vor dem Seitenaus. Aber jetzt ist es soweit, jawohl. Ein knappes 1-0 von Möller in der ersten Halbzeit hat ausgereicht, um die doch sehr, sehr starke italienische Mannschaft hier zu besiegen. Die aber allerdings nicht mehr wusste, wie sie gegen die deutsche Mannschaft hier glänzen konnte. Immer Schüsse aus der dritten, vierten, fünften Reihe. Und bei so einem, bei so einem Torwart wie Köpke, tja, geht die Taktik leider, was heißt leider für mich, ja nicht, geht die Taktik nicht gut auf. Und ja, wie man sieht hier, 1-0 Tore, aber hier Schüsse 4-11, Schüsse aufs Tor 3-11 und ja, Eckstöße 0, gar keine Eckstöße, Fouls, auch keine Fouls, unglaublich. Und Ballbesitz 68%, doch noch hier in der zweiten Halbzeit mehr rausgeholt. Hat sich aber nicht in den Toren wiedergespiegelt. Egal, mir soll es recht sein. Deutschland ist weiter, jawohl. Sehr schön, sehr schön.
Ich bin gespannt, wen wir dann im Halbfinale antreffen werden. Ich freue mich schon auf jeden Fall aufs nächste Spiel und hoffe mal, dass es auch am Samstag genauso ausgeht wie bei mir heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ich bin auf jeden Fall schon heiß drauf. Und bis dann. Ich bin für heute raus, euer SciTech und ciao.